Noch eine ergänzende Bemerkung zu den 7 Cent-Schreiben. Die sind nicht die 7 Zeitalter der 2000 Jahre zwischen der Zeit des Johannes und unserer Zeit heute. Die Auslegung findet man in manchen Büchern. Und einige behaupten auch, das hätte Gott ihnen so gezeigt, wie William Branham und andere. Hier geht vieles durcheinander. Das trifft mit den geschichtlichen Ereignissen nicht überein. Und man muss schon den Text stark verbiegen, um dahin zu kommen. Wir machen Fortsetzung jetzt in die Zukunft. Und die Zukunft ist etwas Himmlisches. Denn wer von uns weiß, was Zeit ist? Kein Naturwissenschaftler weiß, was Zeit ist. Niemand. Das müssen Sie zugeben. Was ist Zeit? Wann hat es begonnen? Wann hört es auf? Zeit ist aus der Hand Gottes hervorgegangen, als er schöpferisch tätig wurde, als Dinge entstanden, die veränderbar sind, und an der Veränderbar kann man Zeit messen. Vor und danach gibt es nur Ewigkeit. Wir erinnern uns nochmal, wenn wir die Dinge verstehen wollen, müssen wir in die himmlische Welt blicken, um Zeit, Raum und Geschehnisse einordnen zu können. Nach den Sendschreiben heißt es, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel und eine Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Johannes hört die Stimme wieder wie diese mächtige Posaune und ihm wird gesagt, steig hier herauf. Nun, wir leben in der dreidimensionalen Welt, Länge, Breite, Höhe. Aber das Hinaufsteigen in den Himmel ist keine Entfernung. Man muss nicht die Treppenstufen zählen, noch einen super Aufzug bauen, noch eine Rakete, noch irgendwas. Die Ewigkeit ist so unendlich weit entfernt und so unglaublich nah. Und deswegen heißt es, steig herauf, komm in die andere Dimension und ich werde dir zeigen, was dann geschehen wird. Himmel, das ist die Welt Gottes. Übrigens verwendet die Bibel den Begriff Himmel in dreifacher Form. Die ewige Welt Gottes, immer im Plural. Dann der Sternenhimmel, das Weltall. Und das meteorologische Phänomen Himmel mit Wolkenblau, dunstig, neblig, Regen und all dieses. Hier ist aber deutlich der Himmel Gottes gemeint und es heißt dann, komm herauf und ich werde dir zeigen, was danach geschehen muss. Das heißt nicht, dass Johannes leiblich von der Insel Patmos in den Himmel gehoben wurde, sondern er in seiner ganzen Persönlichkeit und Wahrnehmung in die göttliche Welt eintreten durfte, beziehungsweise diese in ihn hineinwirkte. Sogleich war ich im Geist. Das erklärt jetzt. Und dann heißt es, ein Thron stand im Himmel. Thron ist in allen Kulturen Ausdruck von Macht und Herrschaft. Gott hat einen Thron, aber nicht aus Gold, Silber, nicht aus irgendwelchen Edelmetallen samt allen Edelsteinen. Das sind alles bildhafte Begriffe. Aber das, was im Himmel als Thron Gottes ist, ist die unbegreifliche Summe aller Schönheit und Kostbarkeit, die es überhaupt gibt. Dann heißt es, und auf dem Thron saß einer. Das wird deutlich, wie Gott schon im Alten Testament dem Mose, dem Elia sagt,
ihr könnt mich nicht in meiner Herrlichkeit sehen. Das haltet ihr nicht aus. Kein Mensch in seiner Begrenzung kann Gott sehen. Und deswegen sind auch alle Visionen und Prophetien, wo Leute behaupten, ja, ich sah Gott, entsprechend nicht der göttlichen Realität. Wenn sie echt sind, geschehen sie auf der Ebene unserer Wahrnehmung und unseres Verständnisses. Und jetzt gebraucht Johannes all die Edelsteine, die Mineralien, die in der Kristallgitterstruktur das Licht so brechen, dass es sprüht. Ob es der zum Brillanten geschliffene Diamant ist, der Topas, der Smaragd und all diese Dinge. Ich kann mich dafür begeistern. Ich sammle diese Dinge. Und als ich vor Jahren darüber lehrte, da meldete sich einer Studenten, ich bring dir Montag was mit. Ich sag, was denn? Ja, Geheimnis. Montag kam er mit zwei kleinen Schächtelchen. Mach mal auf. Sie aufmacht, sag ich, Watte. Ja, nimm die Watte mal weg. Sie sie wegnahm, da sah ich, viele Abschnitte von Halbedelsteinen. Er war nämlich in Ida Oberstein, dem Zentrum der deutschen Schmuckindustrie, zu Hause und hatte alle bekannten Verwandten und alle Schleifereien abgeklappert. Ich brauche für meinen Lehrer Anschauungsmaterial. Und so habe ich von Halbedelsteinen, die haben ja auch schon Wert, habe ich diese Abschnitte bei mir im Buchregal. Ich stehe oft davor und denke, wie viel herrlicher wird das sein? Und so haben wir hier jetzt gleich wie. Das sind all diese Vergleichsworte von der Herrlichkeit um den Thron. Um den Thron Gottes waren 24 Throne. Auf diesen saßen Älteste. Das sind nicht die Ältesten der Gemeinde. Die 24 sind auch nicht die Stammväter der 12 Stämme Israels und die 12 Apostel Jesu. Das ist auch nicht die Gemeinde um den Thron herum, sondern das sind Engelfürsten. Denn in Kapitel 5, Vers 10 lesen wir, sie sangen ein neues Lied. Und in diesem Lied, da heißt es, du Gott hast sie gemacht, die du mit Blut erkauft hast. Zu Königen. Also die Sänger, das sind die Fürsten. Wir kennen zwei der Engelfürsten, Michael und Gabriel. Michael steht offensichtlich in Verbindung mit der Geschichte des Volkes Israel, da taucht er immer auf. Deswegen ist er im Buch Daniel reichlich vertreten und in der Offenbarung tritt er auch auf. Gabriel ist mehr der Engel, der auf Christus hinwirkt. Der kam nämlich zu der Jungfrau Maria und verkündigte. Die Juden haben noch zwei weitere Engelnamen, Raphael und Uriel. Und Mohammed, der Teile der Bibel geklaut hat aus dem Alten und Neuen Testament und behauptete, das hätte ihm ein Engel von Allah offenbart, zwei Drittel stammt aus dem Alten und Neuen Testament und der Rest ist Dämonenlehre, wie Paulus das auch deutlich macht, dass eben wer da leugnet, dass der Sohn ins Fleisch gekommen ist, der ist der Antichrist, da ist dieser Geist wirksam. Nein, das sind Engelfürsten, die hier um den Thron Gottes sind. Dann Blitz, Donner und all die Naturereignisse, die uns in Schrecken versetzen. Dann vor dem Thron wie ein gläsernes Meer. Wie Meer. Wenn man die Weite auf Probefahrten der Werft, wenn die Schiffe fertig waren, war das für mich immer eine Erfahrung, an der Reling zu stehen und rauszuschauen, bis an die Kimm, da wo der Horizont das Wasser berührt und wo man früher mal dachte, hinterher fällt man an der Kante runter. Aber nee, das geht weiter, weil ja Gott die Erde so geschaffen hat, dass dieses Wasser ringsrum, aber es ist immer in Bewegung, hier jetzt wie ein gläsernes Meer. Welche Bilder voller Herrlichkeit in dem Allem ist. Und dann die Thronlebewesen, die bei Hesekiel schon genannt werden. Man
tut sich schwer, das zu deuten, ob man von Cheruben spricht, ob man jetzt von anderen spricht. Das sind eigentlich Symbol-Lebewesen, die in der Heraldik auftauchen. Weiß jemand, was der Begriff Heraldik bedeutet? Das ist die Wappenkunde all der Herrscher dieser Welt. Und die hier verwendeten Bilder, die tauchen in all diesen Wappen auf. Da seht ihr nämlich, da heißt es, da war gleich einem Löwen. Kein Löwe, sondern nur gleich, um das zu geben. Dann gleich einem Menschen, dann wie einem Adler oder dann auch wie einem Stier. Die Heraldik drückt jetzt noch mal Herrschaft aus. Das ganze Kapitel ist voll von Bildern, weil Gott selber nicht beschreibbar ist. Da reicht weder das Abstand zwischen unseren Ohren und den Kopf dazwischen, das reicht nicht, damit wir das begreifen können. Deswegen, welche Herrlichkeit wartet auf uns. Welch eine Hoffnung haben wir, dort zu sein. Und die Engel rufen, heilig, heilig, heilig. Heilig meint eigentlich etwas auf Gott hin, was nur ihm gehört, keinem anderen. Und hier wird nun deutlich, Gott sitzt auf dem Thron inmitten der Engelfürsten und der himmlischen Heerscharen. Nun, hier muss ich wieder mit einem Missverständnis aufräumen. Weihnachten hat ja so viel verdorben, die kleinen Engelchen, die man da so mit Schummelflügelchen an die grünen Äste hängen kann und all den anderen verniedlichten Unsinn. Engel brauchen keine Flügel. Sie sind nicht an Raum und Zeit gebunden, wenn Gott sie sendet. Sie sind mächtige Streiter. Da ist niemand mit einem Pummelchengesicht, sondern himmlische Heerscharen, die alles, was an Militärmacht diese Welt aufbieten kann. Wie wir so sagen, mit links beiseite tut. Himmlische Heerscharen. Und die loben Gott unaussprechlich. Wisst ihr, wenn wir hier auf der Erde zu viel am Klagen und Murren sind, passen wir nicht in den Himmel. Ihr werdet euch da gar nicht wohlfühlen. Warum? Weil der ständig Lob, Preis, Dank und Anbetung, da ist nichts mehr mit Motzen und Maulen und beleidigt sein und nicht berücksichtigt werden und was all das ist. Wollt ihr in den Himmel? Dann verhaltet euch so. Freut ihr euch auf den Himmel? Ja. Okay, dann schaut auch ein bisschen fröhlicher. Gut. Die Doxologie, so nennt man das in dem Fach chinesischer Theologen. Doxa, die Herrlichkeit Gottes, Kapitel 4. Gott sitzt auf dem Thron. Und wisst ihr, das ist so schön, wenn das ins Herz dringt, dann können wir bei all dem Wirrwarr, der da ist, bei all den Nöten, bei all den Dingen, die schier nicht auszuhalten, dann können wir sagen, na und? Gott sitzt auf dem Thron. Gott sitzt auf dem Thron. So, und jetzt kommt Kapitel 5. Jetzt kommt Dynamik in die Sache. Das Ganze dort ist ja irgendwie so, ja, als wäre Gott durch nichts zu erschüttern sein, ist auch nicht. Und als wäre das alles ihn gar nicht berühren, doch. Kapitel 5, und da heißt es, und ich sah, wieder eine Vision, in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Im Altertum schrieb man auf Pergament, später auf Papyrus, und das wurde zusammengerollt. Bücher entstanden erst so um diese Zeit, wo die Offenbarung entstand. Weil Paulus an Timotheus schreibt, wenn du kommst, bring die Schriften, bring die Bücher, die Rollen und die Bücher mit. Da haben wir den Anfang, dass man schon seitenweise das Papier bindet,
die Übergangsform. Hier ist aber jetzt die Rolle und das eigenartige Außen und Innen beschrieben. Sieben Siegel. Hier hat uns die Archäologie geholfen, das zu verstehen. Professor Yigal Yadin, Archäologe, der im Befreiungskrieg und danach Generalstabschef der israelischen Armee war, der hatte nach dem Sieben-Tage-Krieg, also 67, hat seine Studenten, nachdem man eben bis an den Jordan die Gebiete erobert hatte und die Steilwände des Gebirges Judas, die dann abfielen, zum Toten Meer zugänglich waren, hat seine Studenten zusammengetrommelt und die haben alle Höhlen, die in den Felswänden sind, untersucht. Zu manchen der Höhlen musste man sich per Seil und mit Bergsteigerausrüstung hinbewegen. Und in einer Höhle machte man eine tolle Entdeckung. Ein guter, schlanker Student konnte sich durch den Spalt pressen und meldete, hier sind Tonkrüge, unbeschädigt. Schau mal, ist was drin? Ja, was denn? Rollen. Oh, das war natürlich. Die wurden geborgen. Es waren nicht die Jesaja-Rollen, sondern es waren Besitzurkunden. Und das Auffällige war, die waren außen beschrieben in Kurzform, wer wem was zu welchen Konditionen gibt. Und innen, wenn man aufrollte, war alles in Einzelheiten beschrieben. Die Rollen waren aber versiegelt. Die wurden im alten Israel, im Orient, im Stadttor aufbewahrt. Das waren die damaligen Katasterämter. Weil der Stadttor, dahinter war immer ein Platz, da saßen dann die kommunalen Leiter, die Ältesten. Und da war das Katasteramt, wo diese Rollen waren. Wenn nun jemand kam und sagte, von mir ist eine Urkunde da, dann musste jemand bezeugen, dass er die Person ist, die den Namen führt. Dann ging der Kommunalbeamte mit dieser Person in den Raum, schaute die Rollen durch und wenn er den Namen fand, brachte er die Rolle raus. Dann frug er noch einmal, bist du es? Ja. Und den Zeugen ist er es? Ja. Dann durfte er die Siegel brechen und mit dem Brechen des Siegels wurde der Inhalt innen in Vollzug gesetzt. Und jetzt sehen wir eine solche Rolle in der Hand Gottes, außen beschrieben, Kurzfassung, innen aber die Vollzugsereignisse und siebenfach versiegelt und damit die Frage, die im Text auftaucht, wer ist würdig, die Rolle zu nehmen und die Siegel zu öffnen? Genau wie dort in der Alltagssituation. Und nun wird die Frage gestellt, wer ist berechtigt? Und es war niemand, weder im Himmel noch in der irdischen Welt noch in der unterirdischen Welt des Totenreiches. Und Johannes weinte sehr, er spürte, gibt's denn keine Lösung? Ist denn niemand da, der jetzt die Dinge in Vollzug bringt, wie sich das klärt? Und dann wird ihm gesagt, weine nicht, es hat überwunden, der Löwe von Juda. Ja, jetzt müsste man meinen, da würde jetzt ein muskelbepackter Löwe mit einer furchterregenden Mähne und einem Gebiss, das noch mehr Furcht erregt, jetzt auf die Bühne springen und mit lautem Gebrüll. Und zur Überraschung sieht er was. Ein Lamm wie geschlachtet. Und wisst ihr damit, ist die ganze Heilsgeschichte deutlich gemacht. Als die Menschen sündigten, Adam und Eva, da erkannten sie, dass sie nackt waren und versuchten, mit Blättern provisorisch ihre Scham zu bedecken.
Aber Gott sagt, das zählt nicht. Gott gab ihnen Kleider, indem er was tat. Tiere tötete, ihr Blut vergoss und die Menschen mit den Fellen der Tiere kleidete. Der gefallene Mensch kann nur durch das Opfer eines Unschuldigen, der sein Blut gibt, erlöst werden. Das gefällt heute vielen nicht. Das gefällt vielen Theologen nicht, diese blutrünstige Theologie. Bis hinein zu den Postevangelikalen, die heute schon genauso argumentieren. Aber das hat Gott deutlich gemacht. In dem ganzen Opferritus, den er Israel gab, nur durch das Blut des Opfertieres gibt es Vergebung. Und als Jesus seinen Dienst beginnt, da steht Johannes am Jordan, und als er Jesus kommen sieht, da sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm. Im Hebräischen hat der Begriff Lamm nämlich die Bedeutung Opfer. Das ist Gottes Opfer, welches der Welt Sünde wegträgt. Und so ist Jesus mit den Zeichen seines Leidens und Sterbens am Thron Gottes. Denn so kommt er wieder. Mit Zeichen an Händen und Füßen, an seinem Leib. Wir werden es doch sehen am Ende. Israel wird ihn daran erkennen. Sie werden den erkennen, in den sie gestochen haben. Hier das Lamm am Thron. Und dann heißt es, dieses Lamm, das war würdig. Die 24 Ältesten fallen nieder, die Engel und der ganze Himmel anbetet. Dem Lamm, Jesus Christus, dem geopferten Gottessohn, wird die gleiche Anbetung zuteil wie dem Vater. Darum beten wir zu Gott im Namen Jesu. Darum wird hier das Geheimnis der Dreieinigkeit von Gott Vater, der gibt, Gott Sohn, der sein Leben hingibt, und der Heilige Geist, der das in uns lebendig macht und an uns weitergibt, damit wir dieses begreifen. Gott handelt durch seinen Sohn. Und dann wird der Jubel im Himmel, durch dieses Blut hast du sie erkauft, die Menschen der Erde, und hast sie gewaschen, hast sie zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und dann sehen wir, die Doxologie wird auf das Lamm ausgedehnt in der Anbetung, Lob, Preis und Anbetung. Beide Kapitel sind Kapitel der Anbetung. Und der beste Zugang zum Verständnis der Prophetie und der Zukunft ist immer Anbetung Gottes, ihm die Ehre geben. Dann kann er Lichtstrahlen in unser Verständnis geben. Dann wird jetzt der Blick aber darauf gewendet, dass das Lamm die sieben Siegel zu öffnen beginnt. Wir lesen in Kapitel 6 weiter. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnet. Jetzt geschieht es der Reihe nach. Vier Siegel werden geöffnet und es treten vier Reiter auf verschiedenfarbenen Tieren auf. Und die ihnen zugeordneten Geschehnisse weisen in die Zukunft, in die Ereignisse am Tag des Herrn, am Ende der Zeit. Als erstes tritt jetzt ein Reiter auf einem weißen Pferd auf, aber erst als vom Himmel her eine Donnerstimme dann aufruft, komm! Die letzten Dinge können nur auf den Befehl Gottes geschehen. Wie immer die Dinge sein werden, Luther hat recht, der Teufel ist der Kettenhund Gottes. Er kann nur so weit, wie die Kette lang ist. Gott ist es, der sagt, komm.
Ja, ist Gott damit Ursprung all des Bösen, was kommt? Nein. Es ist die Folge unserer Schuld und Sünde, und gemäß seiner Gerechtigkeit erfolgt das Gericht. Und auf den Ruf komm, und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus siegend, um zu siegen. Wenn wir das so zunächst unbefangen lesen, da könnte der Eindruck entstehen, das muss Jesus sein. Aber die Schwierigkeit ist, wenn wir die nächsten drei Verse nehmen und die Ereignisse, nämlich Not, Krieg und Tod, die folgen nicht Jesus. Darum kann der Reiter auf dem weißen Pferd nicht auf Jesus ausgelegt werden, kann auch nicht auf den Siegeszug des Evangeliums ausgelegt werden, denn dem folgen auch nicht Not, Krieg und Tod. Ja, wer ist es dann? Ich zitiere wieder Luther, der hat einmal gesagt, der Teufel ist der Affe Gottes, der macht ihm alles nach. Der Teufel, wenn er agiert, agiert er niemals schwarz mit zwei Hörnern, mit dem Pferdefuß und noch die Glut der Hölle an seinen Hufen. Nein, er agiert, Paulus sagt, er sich selbst zu einem Engel des Lichts verstellt. Und nun kommt etwas, das wir bedenken müssen. Er wird in der letzten Zeit sein Werk tun unter einer meisterhaften Täuschung. Er wird anstelle des Messias, den Gott in Jesus gesandt hat, den Retter, den Pseudo-Messias des Antichristen senden. Wir lesen, dass Jesus in Johannes Kapitel 5, Vers 43 zu den Juden sagt, ich bin in meines Vaters Namen gekommen, ihr nehmt mich nicht auf. So aber ein anderer, der ausdrückliche Singular, so aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr aufnehmen. Nun haben die Juden ja im Laufe der Geschichte schon eine ganze Reihe falsche Messiasse gehabt, bis in unsere Zeit. Und die Summe all dieser falschen Messiasse, die deuten ja worauf hin, dass es einen End- und Zielpunkt hat. Und Jesus sagt, mich habt ihr nicht aufgenommen, wenn ein anderer aber in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr annehmen. Warum? Die Juden hätten Jesus auch angenommen, wenn er sie von den Römern befreit hätte. Die Juden hätten Jesus auch angenommen, wenn er den Tempelgottesdienst weiter ausgeführt hätte. Wenn er ihren Vorstellungen entsprechend gekommen wäre, hätten sie ihn willkommen geheißen. Aber er kam, um sein Leben zu geben. Seinen eigenen Leib als den Tempel, der zerbrochen wird, darzugeben. Und da sagen die Juden, nein, das kann er nicht sein. So werden sie am Ende einem falschen Messias folgen. Der Reiter auf dem weißen Pferd. Jesus kommt auch als Reiter auf dem weißen Pferd. Aber Kapitel 19 mit den Heeren des Himmels, wenn er dieser ganzen Katastrophe am Ende dann im Finale Satan und seine Helfershelfer besiegt. Diesem Reiter auf dem weißen Pferd folgt ein weiterer Reiter auf einem andersfarbenen Pferd, ein feuerrotes Pferd. Und da heißt es, er wird den Frieden von der Erde nehmen. Krieg wird in einem Maße zunehmen, dass es das beherrschende Ereignis sein wird,
So hat den Menschen ein großes Schwert gegeben, um sich damit zu schlachten. Mir sagen Menschen, wie kann Gott das alles zulassen? Ich sage, Gott braucht nur seine Hand zurückziehen, den Rest besorgen wir alles selber. Es ist die Hand Gottes, die vieles aufhält. Aber wenn er sie zurückzieht, dann zeigt sich, wer wir wirklich sind und wer uns reitet im buchstäblichen Sinn. Die Geschichte ist voll grausamer Kriege. Ein Geschichtswissenschaftler hat sich die Mühe gemacht, 3.500 halbwegs überschaubare Menschheitsgeschichte durchzusehen. Er hat knapp 300 Jahre gefunden, wo kein Krieg war. Und er sagt sicher, war auch Krieg, nur ich habe keine Hinweise gefunden. Schreckliches Moment des Menschseins. Naja, wir stammen halt von Raubtieren ab. Tja, aber was wollen wir dann an die Vernunft appellieren? Was wollen wir dann daran appellieren, dass Menschlichkeit und all das, das ganze Gerede, wenn man es heute hört, denkt man, ja, liebe Leute, was ist eigentlich mit euch los? Tickt ihr denn noch richtig? Merkt ihr denn nicht, was los ist? Diese, sagen wir mal im Beet, Pferde, die hört man schon weiter weg wiehern, aber die kommen erst, wenn der Ruf vom Himmel kommt. Das dritte Pferd, und da heißt es ein schwarzes Pferd, und auf der ganzen Erde tritt Mangel ein. Da ist die Rede von Weizen, von Getreide wird Mangel sein, dann Gerste, dann Öl und Wein, Grundnahrungsmittel. Wobei Wein nicht in dem Sinn zu verstehen ist wie bei uns, sondern Wein war ein Mischgetränk. Da hat man Wasser mit Wein vermengt, um Krankheitserreger oder so einzudämmen. Im Alltag wurde Wein nie pur getrunken, sondern immer gemischt. Not. Die Not nimmt zu. Sudan, Südsudan, größte Hungersnot seit langem. Die Zahlen liegen schon etwas zurück, sie dürfte höher sein. Ich las, 50 Millionen verhungern jedes Jahr. Das geht gegen die 100 Millionen und mehr. Ein Großteil der Kinder erleben das fünfte Lebensjahr nicht, wegen Unterernährung, Krankheit und anderen Dingen. Dann das vierte Pferd und ein fahles Pferd. Fahl, das ist so das Leichenfarbene gemeint, und dessen, der darauf saß, dessen Name war Tod und Totenreich. Und das heißt, ihm wurde Macht gegeben, den vierten Teil der Erde zu schlagen mit dem Schwert, mit Hunger, mit Pest, Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Bei den wilden Tieren müssen wir nicht unbedingt an Nashörner, Löwen und Panther denken. Die gefährlichsten Tiere sind die Viren. Und was da im Augenblick läuft, trotz all der Erfolge der Medizin, das ist nicht abzusehen. Die ersten vier Siegel zeigen jetzt Gericht über diese Erde. In den Bereichen der Verführung. Ja, heute gibt es ja neben den Wahrheiten die alternativen Wahrheiten. Und wer kann heute noch zwischen Fakt und Fakes unterscheiden? Es geht letztlich um den Kampf Lüge und Wahrheit. Dann Krieg, Not, Tod. Dann das fünfte Siegel. Und hier werden jetzt die Seelen der Märtyrer gezeigt, die um des Zeugnisses Jesu willen sterben. Die Zahl der Verfolgten der Gemeinde Jesu nimmt zu. Wenn ihr die Veröffentlichung der einzelnen Organisation lest, die sich dafür einsetzen, oder auch der Komitees für Menschenrechte, dann sehen wir, die Dinge eilen mit 7 Meilenstiefel voran.
Bei dem sechsten Siegel ist eigentlich ein Gesamtdurchlauf dieser letzten 7 Jahre, wobei die ersten 7 Jahre 3 Jahre Vorbereitung und die weiteren 3,5 Jahre Vollendung sein werden, wie Daniel das in der letzten Jahrwoche deutlich macht und wie wir noch auf die Zahl stoßen werden. 42 Monate, 1260 Tage, 3,5 Jahre. Diese Zeit kann man nicht symbolisch nehmen, denn die Umrechnung lässt die Symbolik nicht zu. Und hier heißt es jetzt, als das sechste Siegel geöffnet wurde, geschah ein großes Erdbeben. Das Größte, was je gewesen sein wird, am Ende sein. Zacharia spricht davon, Kapitel 14, wenn er, der Messias, zurückkommt in der Herrlichkeit und seine Füße den Ölberg berühren, dann wird es ein Erdbeben geben, das die ganze Welt erschüttert. Der Ölberg wird gespalten werden zu einem großen Tal und die Überlebenden der schon fast eingenommenen Stadt Jerusalem werden fliehen. Hier werden Ereignisse sein, die jeden Berg und jede Insel bewegen, wie der Text deutlich macht. Das lässt uns die Luft anhalten. Wer kann das überleben? Wenn wir jetzt hier doch zu Kapitel 7 gehen, dann zeigt sich Folgendes. Es kann so schlimm kommen, wie es will. 2 Dinge sind aber bei Gott fest beschlossenes und das sind folgende Dinge. Erstens, Israel wird nicht untergehen und die Gemeinde wird vollendet werden. Müssen wir uns merken. Israel wird nicht untergehen und die Gemeinde wird vollendet werden. Diese beiden Bereiche werden sich noch eine Zeit lang berühren und werden nebeneinander hergehen. Israel durch die äußerst schwierige Zeit hier auf dieser Erde, aber doch auch mit der gleichen Verheißung für die Ewigkeit und die Gemeinde, die aus dieser Zeit herausentrückt wird in den Himmel. Israel wird nicht untergehen, das wird zunächst gezeigt in einem Bild, wo gewaltige Winde die Meere bewegen und Wellen auf und nieder und darunter wird die Geschichte der Weltreiche gezeigt. Wenn ihr mal auf so einem Schiff im Sturm wart und seht die Wellen, da fehlt jeder Fixpunkt. Die kommen, gehen und dieses Bild wird hier gebraucht. Aber dann heißt es, es ist ein Kernbereich von Israel, der versiegelt wird, die 144.000. Die Zahl ist schon von verschiedenen in Anspruch genommen worden. Nicht nur von den Zeugen Jehovas, die ja explizit das in Anspruch nehmen, leider auch ganze Teile der Pfingstbewegung haben in der Anfangszeit diese Lehre vertreten und auch in der Heiligungsbewegung. Aber das kann sich nicht auf die Gemeinde beziehen, denn es sind die 12 Stämme namentlich aufgezählt. Und dann müssten in der Gemeinde die Beweise geführt werden können, wer zu welchem Stamm gehört. Aber es gibt unbelehrbare Leute bis heute. Vor ein paar Jahren kam so eine ältere Dame auf mich zu. Bruder Krüger, ich gehöre auch zu den 144.000. Ich gehöre zu dem Stamm. Ich sage, herzliches Beileid, dann bist du nicht bei der Gemeinde und dann bist du auch bei der Entrückung nicht dabei. Die wechselte plötzlich ihre Farbe und sagte, wieso? Ja, ich sage, das ist ein riesengroßer Unterschied. Also belassen wir das bei Israel. Denn wie beim ersten Kommen Jesu, Paulus sagt, sie waren mit Blindheit geschlagen, noch ist eine Decke auf ihren Augen, sie erkennen das nicht. Aber als Jesus kam, gab es einen Überrest in Jerusalem, die warteten auf den Messias und die waren auch bereit. Der Simon, die Hanna,
die verkündigten den Messias. Als sie das Ehepaar mit dem Baby kam, zu der Segnung waren viele, die blärten und was alles, aber sie erkannte den Messias. Das war der Kern, der gewartet hat darauf. Und so wird am Ende es sein. Es ist ja interessant, dass heute unter den Juden eine seltsame Entwicklung da ist. Übrigens, das ist die zerrissenste Gesellschaft, die es weltweit gibt. Die Bandbreite dessen, was Judentum ist, sagen Fachleute, das sind mehr wie 40 Gruppen, ultraorthodox bis zum geht nicht mehr und ultraliberal bis auch zum geht nicht mehr. Tel Aviv ist nach New York die Welthauptstadt der Homo- und Gendersexualität. Zu all den Dingen, die jetzt in sind. Und dazwischen all die Gruppen. Und dann teilt sich Israel als Volk wieder in die zwei alten Gruppen. Juda, Jerusalem, Israel, Samaria. Die Orthodoxen, die Liberalen. Die Tage habe ich neu die Propheten durchgelesen. Mir aufgefallen, dass gerade am Ende die Propheten wieder über Juda und Israel reden. Und die ganzen Ereignisse dort unten zeigen, dass diese Zerrissenheit der Gesellschaft. Und das wird erst den Abschluss finden, wenn Jesus kommt. Aber da wird ein Teil der Ehrlichen die Verheißung haben, das zu durchleben. Und dann, wenn der Messias kommt, bereit zu sein. Die werden bereits dann im 11. Kapitel nochmal gezeigt, auch in der Herrlichkeit. Dann im zweiten Teil von Kapitel 7, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm. Das ist die vollendete Gemeinde, die sieht jetzt Johannes schon, die jetzt aus der Trübsal gekommen sind. Große Frage, wird die Gemeinde die Trübsal noch erleben? Die einen sagen, nein, wer lässt seine Braut vor der Hochzeit noch durchprügeln? Und die anderen sagen, ja, sie geht durch alles hindurch, sie muss sich bewähren. Aber hier steht, die aus der Trübsal gekommen sind. Ich bin der Überzeugung, dass die Gemeinde durch die Verführungsphase und den Beginn all dieser Dinge durchgehen wird. Aber in der Vollendung der ganzen Schrecknisse und Gerichte ihm entgegengerückt. Denn die Entrückung ist nicht die Wiederkunft Jesu auf die Erde. Die geschieht dann erst am Ende dieser Zeit. Und so sehen wir, zwei Dinge stehen fest. Israel wird nicht untergehen. Ist ja sowieso schon ein großes Geheimnis. Alle anderen alten Völker sind untergegangen. Wo sind die Assyrer? Wo sind die Babylonier? Wo sind die Akkader? Wo sind die Ägypter? Wo sind die alten Perser? Wo sind die Griechen? Wo sind die Römer? Wo sind die alle geblieben? Ja gut, dem Namen nach, aber keine Identität. Nur die Juden, 2000 Jahre ohne eigenes Land, verfolgt, weltweit zerstreut. Also wer den Kopf da nicht nur als Hutständer hat und Erwerbsgrundlage für die Friseure, der muss sich doch irgendwann sagen, Leute, da ist doch was. Ja, da ist was. Und Jesus sagt, wenn ihr seht, dass all diese Dinge beginnen, anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, die Zeit eurer Lösung ist nahe. Und dann sehen wir, wie aus dem siebten Siegel die sieben Posaunen hervorgehen. Das heißt, jetzt kommt der zweite Durchlauf durch dieselbe Zeit wieder unter anderen Schwerpunkten. Aber eins ist auffällig, dass wir eine Vierergruppe bei den Siegeln haben und eine Vierergruppe bei den Posaunen. Die ersten Posaunen betreffen die Ökologie in dieser Erde.
Damit sind wir genau im angegebenen Zeitplan. Und hier werde ich jetzt unterbrechen für die Pause. Und dann werden wir frisch gestärkt noch hineinsteigen. Wir haben dann noch ein ganz schönes Pensum vor uns. Ich steigere das von Abschnitt zu Abschnitt, damit ihr auch gefordert bleibt. Oder gehe ich für irgendjemand zu schnell voran? Also, ich habe bis jetzt noch keinen gegeben. Also bleibe ich dabei. Bis später.